Weltdemokratie widmet, ist der Totalhorror. Der Mensch, der am Gelingen der Weltdemokratie oder der Menschenweltregierung arbeitet, ist die größte Drecksau aller Zeiten. Menschendemokratie ist nichts als widerliche Selbstbeweihräucherung und der mickrige Wunsch nach selbstgerechtem Weltkonsens. Der religiös-demokratische Mensch will sich in Bedeutung suhlen. In der Menschendemokratie geht es nur um Status, Menschenmacht und Kleinstmenschenführertum. Der Band Diktatur der Kunst ist natürlich kein Roman, mit dem der bildende Künstler Lesen in unserer Büro komplettieren wollte. Es ist eher eine Sammlung von Pamphleten, Manifesten, theoretischen Ausarbeitungen, die er im Laufe der Jahre erstellt hat. Und die Manifeste sind ja ein klassisches Medium der Kunst. Dazu bedient er sich, dieses Mediums bedient er sich allerdings in einem geradezu inflationären Ausmaß. Ich habe sie nicht alle gezählt, aber es sind bestimmt so, Eichmeier wird es sicher besser wissen, um die 100 Manifeste. Das ist eine einigermaßen gewaltige Leistung, wenn man bedenkt, dass sagen wir, die Surrealisten sich noch mit 2 Manifesten von André Breton zufrieden gegeben haben. Auch heute Abend hat Jonathan Mehlriede ein Manifest mitgebracht und noch ein zweites, wie ich auch erst eben gerade erfahren habe. Es sieht aus, wir haben es vervielfältigt. Und im Buch sind natürlich auch noch neben dem Manifest noch eine Reihe von Theaterstücken und wenn man so will, ein paar hybride Texte. Manifeste sind so ein bisschen aus der Mode gekommen. Meines Wissens war das letzte Manifest, was ich mir jetzt so auf Anhieb einfällt, das dithyrambische Manifest von Markus Lüppertz 1968. Baselitz hat auch nochmal eins gemacht 1966 über die Bild als Offenbarung oder Geschenk Gottes. Und das andere, was mir noch einfällt, ist, glaube ich, Lars von Trier, also der Filmemacher, der sein Dogma 1995 gemacht hat. Das sind so Sachen, also die mir noch im Gedächtnis geblieben sind. Danach hat sich eigentlich nicht mehr viel getan mit Manifesten. Das hat sich ja mit der Profanisierung der Künstlerrolle zu tun, die sich ja auf schon fast gefährliche Weise, könnte man sagen, der des kulturellen und sozialen Dienstleisters bzw. des Ersatzwissenschaftlers angenähert hat. Die Biennalen dieser Welt sind ja voll von oder Forschungsvorhaben, also wo es eben keine Künstlergenies oder wenigstens singuläre Künstlerpersönlichkeiten mehr gibt, weil das eben an die Genieästhetik erinnert. Die Verflossene braucht es eben auch keine Manifeste mehr. Wenn man so will, sind die vielen Manifeste, die Sie in Jonathan Mehlriedes Buch finden, Variationen eines einzigen Themas, der Diktatur der Kunst eben. Dahinter verbirgt sich eine geharnischte Generalabrechnung mit der Demokratie, die einem am Anfang vielleicht etwas erschrecken mag, wenn man das alles sieht. Man findet in diesen Schriften diesen Systemwechsel, fast möchte man sagen Regime Change ankündigen, Sätze von prophetischer, eherner Wucht, wie etwa den folgenden: Die Diktatur der Kunst ist die Herrschaft der Kunst, nicht des Künstlers. Kunst ist die einzige Alternative, denn nur Kunst als Stoffwechsel der Sache löst den revolutionären Druck und erschafft den totalen Paradigmenwechsel. Muss man erstmal Luft holen nach so einem Satz. Da läuft einmal ein gewisser heiliger Schauer über den Rücken und es stellt sich vielleicht sofort so etwas ein, was Wahlforscher Wechselstimmung nennen würden. Wer sagt so etwas? Der Mann heißt Jonathan Mehlriede, ich brauche das im Grunde wahrscheinlich gar nicht alles vor. Er ist 1970 in Tokio geboren und dort auch aufgewachsen. Später hat er in Harrisburg bei Hamburg gelebt, zusammen mit seiner Mutter Brigitte, die ihn auch in seinem künstlerischen Schaffen unterstützt hat. 1995 bis 1998 hat er an der Hamburger Kunstakademie studiert. Diese Akademie hat er ohne Abschluss verlassen, worauf er heute noch stolz ist, wie er mal in einem Interview gesagt hat. Und danach begann sein Aufstieg zu einem der bekanntesten deutschen Künstler und dem, was man heute ja Enfant terrible der Kunstszene nennt. Ich erspare mir die Erfolgsstory dieser Kultfigur, zu der er auch geworden ist oder gemacht worden ist, durch Journalisten wie mich beispielsweise, aufzuzählen. Selbstkritik muss sein. Ja. Es begann eben 1998 auf der Berlin-Biennale, als er seine Arbeit Ahoi der Angst vorstellte, ein kollagiertes Universum aus Trash, Pop, Pornografie, Trivial und Kindheitsmythen. Sein Weg führte dann über Malereien Dünenbilder, beispielsweise zum Theaterstück Kokain an der Berliner Volksbühne, ein Stück nach einem italienischen Erfolgsautor namens Pitti Crilli und anderen Häusern, bis zu den legendären Performances, mit denen er die Diktatur der Kunst ausrief und
solche Sachen wie Führung statt Ausdruck forderte. Die Kombination von Adidas-Jacke, die ich heute Abend nicht erkennen kann. Doch, das kommt noch. Okay. Eisernen Kreuz wurden zu einem seiner Markenzeichen. Nicht zu vergessen, das steht wiederkehrende Wort Herz, was ja auch auf den meisten Bildern Ihnen sicher noch in Erinnerung ist. Jonathan Mees ist in den wichtigsten Ausstellungshäusern der Welt vertreten, erzielte immer wahnwitzige Preise auf Auktionen und Kunstmärkten, wurde von der Zeitschrift Kapital zu den 100 wichtigsten Künstlern der Gegenwart gezählt. Der Jüngste. Von den 100 der Jüngsten. Ah, okay. Das finde ich ganz gut. Nein, das ist das Einzige, was ich gut finde. Das ist das Einzige, was ich gut finde. Du bist also wieder viel dein Willen draufgekommen. Ja, genau. Nein, das nicht, aber... Mit ihm betrat wieder ein extremer Rollenspieler, wie wir vielleicht heute auch noch rauskriegen werden, ein Expressionist des Selbstausdrucks, Gebühr des Kunstbetriebs, den man auf den ersten Blick nicht unbedingt die Verdammung der Ich-Besessenheit abnimmt, wie er in seinen Texten zur Diktatur der Kunst predigt. So stark steht er bei diesen Performances ja zwangsweise auch im Vordergrund. Die Diktatur der Kunst, über die wir uns heute unterhalten wollen, ist ein gigantischer Remix aus Mythos und Pathos, aus Trash, Geschichte, Pop und Romantik. In diesem Kosmos kommen viele Figuren vor, die wir ebenfalls schon aus Mees Bildern kennen. Hagen von Trondheim, Nietzsche, Adolf Hitler, Claudia Schiffer, Moby Dick. Der Ursprung dieses chaotischen Universums wird auf das Jahr 2006 dotiert, als Mees in den Hamburger Deichtorhallen seine große Werkschau Mama Johnny zeigte. Mittendrin in diesem chaotischen Universum steht als ihr einsamer Diener Jonathan Mees, der sich selbst Ameise der Kunst nennt. In Vokabeln wie dem von dem miesen Humanismus oder der Drecksdemokratie oder Hitler als Blüschtier der Kunst steckt natürlich ein kalkuliertes Empörungspotenzial. Dass die Diktatur der Kunst blutig sein könnte, hat Mees einmal zu widerlegen versucht. In einem Manifest für die Wochenzeitung Die Zeit sagt er, alleine die Kunst könne die bisherigen Machtstrukturen, die zwangsläufig zu Kriegen, wie denen in Afghanistan, überwunden werden. Im Gegensatz, Zitat, zur Menschenmachtsrealität gibt es in der Kunst zum Glück niemals Opfer. In einem der Manifeste im Buch kann man lesen, Kunst ist ewiger Kindergeburtstag. Als der Publizist Jakob Augstein vor ein paar Jahren Jonathan Mees in Hamburg für eine Reportage besuchte, traf er auf einen Parteigänger der Diktatur, der, wie Augstein schrieb, freundlich wie ein Kind war. Meine letzte Bekanntschaft mit der Diktatur der Kunst geht auf das Jahr 2008 zurück, als Jonathan Mees im Rahmen der Vortragsreihe Berliner Lektionen im Renaissance-Theater hier in Berlin zu diesem Thema auf die Bühne trat. Ich erinnere mich noch genau, wie ein zutiefst verwirrter Kollege der Süddeutschen Zeitung den Rückzug antrat, weil er nicht wusste, ob er den Fantasiediktator, der dort in einem deutschen Diktator nicht ganz unähnlichen Pose vor der Machtübernahme der Kunst schwärmte, ernst nehmen oder zum schlechten Witz erklären sollte. Vielleicht kommen wir der Beantwortung dieser Frage etwas näher. Mit Jonathan Mees ist zu uns gekommen Robert Altmaier, 1963 in Bückeburg geboren. Er arbeitet als Kurator, Autor und Verleger im Bereich der internationalen zeitgenössischen Kunst und Kultur und hat bis vor kurzem unterrichtet an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Sie haben ein Buch über den Filmemacher David Lynch herausgegeben, das den Titel The Marriage of Picture and Sound trägt, also die Vermählung von Bild und Sound. Wir bearbeiten heute Abend auch im Grenzbereich Kunst und Literatur. Robert Altmaier hat das Buch von Jonathan Mees eben herausgegeben und zusammengestellt. Er fungiert dort, so steht es dort zu lesen, als Hornisse der Kunst, also Ameise der Kunst und eine Hornisse der Kunst, das müssen wir auch noch klären. Also unter Kurator und Verleger kann man sich ja was vorstellen, aber was das Letzte sein soll, muss uns Robert Altmaier dann eben auch noch sagen. Also herzlich willkommen, Robert Altmaier. Meine erste Frage geht auch direkt an Sie. Wie sind Sie zu dieser Ehre gekommen, als Herausgeber der Schriften Jonathan Meeses zu fungieren? Man weiß, so sagt es der Mythos, dass der bisher im Keller der gemeinsamen Wohnung von Jonathan Mees und Brigitte Mees irgendwie lag. Und wie sind Sie dazu gekommen? Also zunächst mal war das eine Aufgabe, um die sich nicht so viele gerissen haben, weil es so viel an Material ist, würde ich sagen, dass schon einige gescheitert sind, dieses Material zusammenzustellen. Das war auch so mein erster Kontakt, das war im Vorfeld von einer Ausstellung in Trier im Karl-Marx-Haus, wo er dann eine Installation gemacht hat. Da kam zum ersten Mal diese Idee auf, nachdem ich mit ihm auch ein Fax-Interview damals gemacht habe und die Texte
ich will nicht sagen, nicht überflutet haben, aber nachdem doch eine Vielzahl von Texten und Manifesten kam, ob das Material nicht einfach mal publiziert würde. Ja. Dann hat es geheißen, ein Großteil des Materials ist schon abgetippt, man könnte darauf zurückgreifen. Es hat sich dann herausgestellt, dass es wirklich nur die Spitze des Eisbergs war. Also das, was ich in meinem Nachwort schreibe, ist tatsächlich so, dass man, wenn man es überschlagen müsste, müsste man sagen, hat jemand hat bestimmt 50.000 bis 60.000 Seiten A4 geschrieben, weil er schreibt prima. Das wäre vielleicht auch gleich mal, wenn ich ein bisschen wechseln darf, Sie haben vorher von Gattungen und ähnlichen Dingen gesprochen. Das ist es eben nicht mehr. Also man kann jetzt nicht, glaube ich, sagen, hier ist jetzt Literatur von Jonathan Mehl, dort sind seine Bilder, dann gibt es seine Skulpturen, sondern in alledem manifestiert sich was. Und es manifestiert sich nicht der Künstler, es manifestiert sich die Kunst. Und das ist am Anfang sehr, sehr widersprüchlich oder sehr, sehr einfach, aber auch sehr schwer zu verstehen. Und daran hängt es eigentlich auch immer wieder ein bisschen, weshalb, glaube ich, hoffentlich dieses Buch auch eine Möglichkeit ist, das mal ein bisschen genauer nachzulesen, in seiner Dicke. Es ist tatsächlich eine Manifestation der Kunst. Eine Kunst, die keinen Unterschied macht zwischen Literatur, Malerei, Plastik, Performance oder ähnlichen Dingen. Wenn man Jonathans Arbeit anschaut, wenn es überhaupt seine Arbeit ist, ich nenne es jetzt einfach mal so, dann sieht man sehr genau, dass er immer das Gleiche macht. Irgendwas wird sich einverleibt. In den Performances werden es irgendwelche Diktatoren, ob die jetzt gut oder böse sind, das einmal dahingestellt, es werden sich einfach Personen einverleibt. Hier in dem Buch, würde ich sagen, werden sich Worte einverleibt. Worte werden aufgenommen, Worte werden verdaut, Jonathan nennt das Suden oder jemand anders hat das so genannt, ich glaube, das stammt von dir aus dem Interview. Also Worte werden auf ihre Kraft, auf ihre Macht untersucht. Ja? Und deshalb nicht unbedingt von dem Autor Jonathan Mese, der jetzt was schreibt, sondern von der Sprache selber oder von der Art, wie Jonathan Dinge zusammenbringt in der Sprache. Also das mal so eine Richtung. Ja? Dann wäre der Autor sozusagen nur ein Medium eines übergeordneten Wollens. Eben, wir befinden uns wirklich in einem begrifflichen Feld, was einfach so besetzt ist, dass es fast unmöglich ist, dort irgendwie noch einen Anker zu setzen. Das ist genau das Problem. Ne? Und Sie haben, glaube ich, bei der Einladung eigentlich alle Begriffsfelder auch schon aufgezählt, die irgendwie vorkommen. Man hat immer das Gefühl, wenn man jetzt anfängt, über solche Dinge zu sprechen, man verfängt sich sofort irgendwie und ist dann festgelegt. Ist Jonathan Mese ein Medium? Ist er ein Gott? Ist er der Messias? Ist er eine Ameise? Der Begriff der Ameise der Kunst ist ein sehr bescheidener Begriff. Jonathan sagt auch, er nennt sich, glaube ich, in der Staatswelt, er nennt sich der Metabolische. Es ist einfach ein Verdauungsprozess. Es ist einfach ein Vorgang, glaube ich, wenn man es mit Zeichen umzugehen, Zeichen hochzunehmen, Zeichen zu verdauen, Zeichen wieder auszuschalten. Das wäre, glaube ich, auch das, was in dem Buch passiert. Ja, nun sind die Zeichen ja eine, wie soll ich sagen, relativ gut aufgeladen. Ne? Also wenn man das ausdrucksstärkste Zeichen mal nimmt, Hitler, dann warum verdaut man jetzt ausgerechnet solche Worte? Diktatur der Kunst. Wenn man jetzt ein neues Zeitalter voraussagt, hätte man ja auch sagen können, ich befürworte den Siegeszug der Kunst, die Herrschaft der Kunst oder ich wünsche mir ein neues Zeitalter der Kunst. Aber es wird ja doch relativ martialisch oder wie soll ich sagen, nachdrücklich die Diktatur der Kunst gefordert. Also das ist ja nicht nur ein Verdauungsprozess, wo die Sprache sozusagen so eine Art Mimesis der Realität oder des irgendeines organischen Prozesses ist. Also Bedeutung ist doch auch schon ein bisschen dahinter, oder? Wenn das Wort Diktatur verwendet wird, dann passiert genau das Gleiche, was ich gerade eben gesagt habe. Man rastet irgendwie ein, sagt Diktatur, ja, und dann braucht man ein paar andere Dinge und man liest schon nicht mehr weiter. Hier steht Diktatur der Kunst. Das ist ein Unterschied, das ist nicht die Diktatur des Künstlers. Mhm. Also auch diese strenge Betonung von Jonathan immer wieder zu sagen, es geht nicht um die Herrschaft des Künstlers, es geht nicht um die Herrschaft irgendeines Menschen, es geht auch nicht um die Herrschaft von Adolf Hitler, wenn wir die jetzt auch mal nennen wollen. Es geht um die Herrschaft der Kunst und diese Herrschaft der Kunst ist häufig übersehen worden. Man kann natürlich an Sprache auch so rangehen. Man kann jetzt sagen, das sind Worte, die darf man in der Sprache nicht mehr verwenden. Oder man kann sagen, ich nehme diese Worte und fange an, sie zu suchen, wie ich das vorher gesagt habe. Ich nehme das Wort dienen. Ich nehme das Wort Uniform. Ich nehme das Wort Maske. Ja, das würde ich vielleicht lieber Rollenspiel sagen. Wir sagen, wir nennen es Maske. Und dann kann man vielleicht anders wieder mit diesen Worten umgehen. Man kann sie irgendwie aus diesem Prozess der Bezeichnung rauslösen. Das passiert in dem Buch. Also es passiert, wird mit dem Buch gespielt. Es gibt ja auch diese Veränderung der Worte. Manchmal gibt es einen Präfix, einen Suffix. Sie haben das Erzwort genannt. Ist Erzhitler? Ist Erzheiliger? Ist wirklich das Heiliger? Ja? Jetzt müsste man sagen, da sind wir aber schon tief in der Theorie der Diktatur der Kunst, die ich eigentlich nicht ausführen möchte an der Stelle. Jetzt müsste man schon sagen, das sind Spielfiguren. Das sind Kunstfiguren. Das ist das Entscheidende. Das ist ein Wort der Kunst, Diktatur. Das wird im Raum der Kunst untersucht. Was kann man mit dem irgendwie anfangen? Was kann das Wort Kunst? Was kann das Wort Führung? Führung steht da nicht Führung, da steht Führung statt Ausdruck. Wer drückt sich aus?
nicht der Künstler. Ja? Auch nicht Jonathan Mese drückt sich aus. Es soll sich ausdrücken, die Kunst. Und dann kommen wir wieder zu einem Kunstverständnis zurück, was ich mittlerweile in der zeitgenössischen Kunst einfach vermisse. Ja? Die Kunst ist keine Politik, die Kunst ist alles mögliche nicht. Und das ist auch in dem Buch, wenn man das verfolgt. Es kommen irgendwann fast schon formelhafte Sätze von Jonathan, der Ameise, der Kunst, der Metaphorische, nennen sie ihn, wie sie wollen, die einfach so was sagen. Kunst ist Kunst. Ja? Das ist eine Tautologie und dahin müssen wir wieder zurück. Und wenn Sie jemanden wie Wittgenstein nehmen, der würde sagen, Tautologien und Kontradiktionen eröffnen überhaupt erst das Feld der Philosophie. Ja? Das ist es auch. Also Kunst ist Kunst. Diese Tautologie eröffnet wieder das Feld der Kunst, dass es wieder um Kunst geht, nicht um Künstler, um Kunstmarkt, um das Kunstsystem und ähnliche Dinge. Da muss man wieder anfangen. Dann würden Sie also sagen, dass es im Grunde keine Manifeste sind, sondern Wortspiele. Das sind Manifestationen. Also man kann natürlich jetzt auch ein Gedicht darin nehmen und sagen, es ist auch eine Manifestation der Kunst. Es ist eine Manifestation der Sprache. Ja, wenn ich aber jetzt natürlich sage, Manifeste, das haben doch die Surrealisten oder das haben doch andere Künstler, dann ist man wieder auf dieser Schiene und sagt, aha, der schreibt jetzt wieder Manifeste, womöglich hat er irgendein politisches Ziel, was er verfolgt, schauen wir mal, was das ist oder so. Ja? Mir kommt zu häufig in letzter Zeit, gerade im Umgang mit Jonathans Arbeit, das Problem auch, dass man sehr schnell eine Schublade aufmachen möchte, wo man das reinschieben kann und dann ist es wieder gut. Ja? Und diese Texte, die Bilder, die Performance, alles das entzieht sich dem. Ihr Kollege von der Süddeutschen Zeitung sagt, er weiß es nicht richtig, war das jetzt ein Witz, was er da vorne macht, ist das jetzt ernst gemeint? Dann ist es diese Zone der Unsicherheit, das ist auf jeden Fall eine Geste im Raum der Kunst. Da gehört es hin. Ja, da ist es natürlich erlaubt und da muss es auch sein, da können Sie die witzig finden, da können Sie die auch aggressiv finden. Solange es im Rahmen der Kunst bleibt, ist sie da wunderbar aufgehoben. Ja, leider ist sie nicht immer nur dort, leider ist sie auch woanders. Okay, wir müssen vielleicht noch auf die Insektenterminologie zu sprechen kommen. Ameise, Hornisse, können Sie da was zu sagen? Die Hornisse sticht halt. Ich meine, das ist halt meine Aufgabe, ist so ein bisschen, ich will jetzt nicht das Wort Propaganda in den Mund nehmen, weil es ist schon, ich habe es schon ein bisschen, Entschuldigung. Es ist tatsächlich natürlich auch ein Stück weit eine Art der Verbreitung. Wenn man das Wort Propaganda nimmt, es jetzt mal reinigt von der politischen Auflage und sagt, da geht es jetzt wirklich um böse Ideen, die jetzt propagandistisch verbreitet werden, sondern sagt, man hat irgendwas, das ist jetzt dabei rausgekommen bei diesen Suden, das lässt sich jetzt verbreiten. Genau das soll mit diesem Buch passieren. Da kann man sich lesen. Ja, also alle diese Fragen, die Sie Ihnen vielleicht im Kopf umgehen, wie ist das mit Hitler, gibt es da auch andere, was war das mit dem Heidegger, es steht in dem Buch drin. Man kann es aufschlagen an fast jeder Stelle. Es steht drin und das ist jetzt so eine Möglichkeit, da weiterzumachen. Ja, ein Angebot eigentlich auch. Ein Angebot der Kunst. Trotzdem wird natürlich auf einer normalen Rezeptionsebene immer dieses Wort Diktatur der Kunst den Leuten im Gedächtnis bleiben. Ist doch gut so. Gibt es eigentlich in der Kunstgeschichte aus Ihrer Sicht Parallelen zu diesem Wort? In der Geschichte der Manifeste oder? Sie meinen jetzt mich oder? Ja, ja. Es gibt Akteure, also einer, der mir besonders gut gefällt, ist Gabriele D'Annunzio mit seiner Übersetzung von Rijeka am Ende der 10er Jahre, also 1919 in Rijeka mehr oder weniger die Herrschaft der Kunst gefordert hat, was auch ein bisschen übersehen wird eigentlich bei der Rezeption von D'Annunzio. Es gab sicherlich Vorläufer, die sowas schon gemacht haben, die dann vielleicht von Autokratie gesprochen haben und nicht von Diktatur der Kunst. Das ist vielleicht neu, jetzt mit dem Wort zu üben. Insofern würde sich dann eigentlich auch die Frage übrigen, warum sich viele Manifeste oder Manifestationen von Jonathan Mese eben sehr stark ähneln. Es sind, wer also sozusagen nach programmatischen Entwicklungen in diesen Texten sucht, ist im Grunde auf der falschen Spur. Es gibt schon Entwicklungen. Es gibt vor allem eine schöne Rede an der Kunstakademie in München, wo ganz am Schluss ein genervter Herr fragt, ich bin jetzt mal rausgegangen, ich komme jetzt wieder rein, gibt es hier noch irgendwie eine Pointe? Ja? Und Jonathan brüllt ihn im Prinzip an und sagt, wir müssen jetzt keine Angst haben, dass das hier auch passiert, aber er brüllt ihn im Prinzip an und sagt, es gibt keine Pointe. Er hat es einfach nicht verstanden. Es ist immer das Gleiche. Ja, es ist die Forderung der Herrschaft der Kunst. Und es ist nicht irgendwie eine Variation. Also dann kann man auch schon übergehen zum Thema der Demokratie. Die Demokratie liebt es, die Variation, das Spiel mit der Sprache. Ja? Und das ist es eben nicht. Hier geht es um die Strenge der Sprache. Hier geht es um der Sprache, ihren Ausdruck zurückzugeben. Der Sprache den Ausdruck zurückzugeben und mittels der Sprache eine gewisse Ausrichtung zu bekommen. Eine Ausrichtung, jetzt kann man sagen, der Masse, oder dann spricht von Massenkraft, dann kann man natürlich wieder sagen,
das ist doch, sind doch die Reichsparteitage, da wurden doch Massen ausgerichtet, oder ich sage gleich dazu, die Masse der Zeichen auszurichten. Ja, man kann doch den Körper geometrisieren und kann ihn als ein Zeichen auffassen, was viele Theoretiker im 20. Jahrhundert gemacht haben und sagen, man richtet einfach die Zeichen neu aus. Ja? Man belegt sie, man macht den Signifikationsprozess, wie das die Semiotiker sagen würde, man macht das neu. Man sagt nicht, das Wort hat immer die Bedeutung, das ist jetzt immer so eine Diktatur und Propaganda. Man kann Revolution mit hermetischer Revolution kombinieren. Das ist doch eine tolle Sache. Was kommt dabei raus? Ja, was könnte das sein, eine hermetische Revolution? Es sind also Sprachspiele. Nein. Sind keine Sprachspiele, weil dann kommen wieder alle und sagen, ja, das war nicht Wittgenstein, auch der mit den Sprachspielen und haben wir nicht schon mal. Das ist genau das Problem. Ja, ich würde es einfach, dann nennen wir es doch Verdauungsprozesse. Es sind Verdauungsprozesse, es sind Prozesse, wo Elemente in ihre chemischen Substanzen zerlegt werden, die dann einfach wieder neu kombiniert werden. Das, so kann Sprache als Verdauungsprozess doch aufgefasst werden, ja. Nicht so viel sehen. Da müssen wir Jonas Amese fragen, wie er die Ameise der Kunst definiert. Also Ameise der Kunst heißt, dass man der Kunst einfach zu dienen hat und ihr zu gehorchen hat. Und sie gibt die totalen Befehle und die sind klar und eindeutig und die muss man befolgen und fertig. Und das war's. Mehr ist nicht zu tun als Künstler. Es geht nicht darum, dass ich mich irgendwie auslebe oder mich selbst verwirkliche oder irgendeiner anderen Truppe angehöre, sondern wenn ich der Kunst dienen will, dann lasse ich mich von der Kunst ausrichten und die Form führt und lenkt mich und dann passiert das, was zu passieren hat, nämlich die evolutionäre Zukunft wird kommen. Ja, und wir stellen uns immer der Kunst in den Weg. Ja, das kann man machen, das interessiert die Kunst überhaupt nicht, ob ich mich hier in den Weg stelle, aber das ist natürlich ganz groß von Belang für diejenigen, die es nicht tun. Ja, ich stelle mich der Kunst nicht in den Weg und ich will nicht von denen, die sich der Kunst in den Weg stellen, in ihren Abgrund gezogen werden. Ja, und das ist nämlich die Masse. Die Masse stellt sich der Kunst bewusst in den Weg und wenn die die Hand ausstrecken und ich die ergreifen sollte, also die Reise ins Ich antreten würde, dann würden die mich wie ertrinken, die in ihren Abgrund reinziehen. Das ist zynisch und das funktioniert nicht und das will ich nicht. Ja, und in diesem Buch steht einfach nur drin, was bedeutet es, sich der Diktatur der Kunst oder der Kunst in den Weg zu stellen, wie verhält man sich, wenn man sich der Kunst in den Weg stellt und wie verhält man sich, wenn der Kunst sich nicht in den Weg stellt. Das steht da ganz konkret drin. Ja, ganz konkret kann man das anlesen und sich überlegen, ja, stelle ich mich der Kunst in den Weg, kann ich das verändern, ja oder nein, bin ich ein zynisches Arsch oder bin ich ideologisch oder bin ich nicht ideologisch, gehe ich wählen oder gehe ich nicht wählen, gehe ich wählen, wähle ich den Untergang, wenn ich nicht wählen gehe, ist das auch scheiße, wenn ich das ideologisch betreibe. In Wirklichkeit ist es so, dass ein Baby sich mit dieser Fragestellung überhaupt nicht beschäftigt, ob es wählen gehen soll oder nicht, weil die Fragestellung nicht existiert. Sie existiert einfach nicht. Und irgendwann mal kommt diese Fragestellung als angebliche Lebensnotwendigkeit diesem Baby reingeimpft. Ja? Ein Tier zum Beispiel geht nicht wählen, kann trotzdem leben, hat keinen Parlamentarismus, gibt keine Parteien in der Tierwelt, keine Kirchen, keine Esoterik, keine Spiritualität, es gibt überhaupt kein Ich, es gibt nur Zukunft, Evolution nach vorne und es funktioniert trotzdem. Die komplexesten Gesellschaftsformen gibt es in der Tierwelt, ein Baby ist nicht demokratisch, nicht hinduistisch, nicht katholisch, nicht links, nichts rechts, ein Tier, das linkspolitisch ist, gibt es nicht, ein rechtspolitisches Tier gibt es nicht, ist inexistent. Das sind Fragestellungen, die ein Baby, ein Gegenstand und ein Tier nicht betreffen. Und ich bin genauso veranlagt, wie ein Kind, wie ein Baby. Und ich frage mich immer, was erzählen diese Leute mir da draußen? Die sagen mir, ich soll wählen gehen. Nein, ich will aber gar nicht wählen gehen. Und ich will aber auch nicht wählen gehen. Ich will mit dieser Fragestellung überhaupt nicht mehr konfrontiert werden. Ich will überhaupt nicht, dass man mir irgendwie in einer Kneipe an der Straßenecke mein Ich verkauft. Das will ich nicht. Weil es mich überhaupt nichts angeht. Es ist mir vollkommen wurscht, was mit einem spirituellen Arschloch passiert. Es soll nur gehen. Ja, genauso soll ein esoterisches Arschloch einfach gehen. Ein Ideologe soll einfach gehen. Der soll einfach weg, weg, weg. Hau ab, hau ab. Stell dich der Kunst nicht in den Weg, weil du eventuell mit deinesgleichen mich in irgendein Verderben ziehst, was mich nicht interessiert. Ja, ich kann ja auch ein Tier die ganze Zeit bitten zu wählen oder selbst eine Äscherung zu betreiben, indem man seine Stimme in eine Urne schmeißt. Das ist doch selbst eine Äscherung. Ich habe meine Stimme weggeschmissen, ich habe keine mehr.
Diese Leute sind alle ganz widerwärtig, diese Typen, die immer eine neue Partei gründen wollen. Die wollen den Teufelskreis nicht verlassen. Du kannst ihn nur verlassen, wenn du das Ding ablehnst. Und zwar sowohl die Religionssucht abwählst, als auch den Atheismus. Du musst alles ablehnen, indem du sagst, die Fragestellung ist Horror. Ich will nicht mehr von irgendeinem Menschen auf diesem Planeten gefragt werden, ob ich religiös bin oder nicht. Diese Frage ist tabu. Und wer sie stellt, muss weg. Der muss weg, weil diese Frage ist obszön. Sie ist ganz obszön, weil ein Tier, ein Baby und ein Gegenstand damit nichts zu tun hat. Kein Gegenstand geht wählen. Die Unwählbarkeit ist das Leben. Wenn ich in die Welt komme, wähle ich das nicht, sondern ich komme in die Welt. Und dann spielt sich das Leben an mir ab. Und dann soll plötzlich sich das Leben nicht mehr an mir abspielen, weil ich dann älter werde, ein Erwachsener. Dann werden mir die politischen Systeme klargemacht, deutlich gemacht. Nein, sei mal lieber links. Nein, sei rechts. Sei Mitte, sei CDU, SPD, Pirat. Sei dies, jenes. Identitätswahnsinn. Identitätshorror. Identitätsterroristen. Kackärsche. Alle weg. Alle raus. Ja, die muss man zur Abdankung zwingen, diese Typen. Demokratie will dich zur Freiheit zwingen. Wie widerwärtig, wenn du liebevoll Nein sagst. Ich sag liebevoll Nein. Ich werde gleich erzählen, wie ich das erste Mal gewählt habe und auch das letzte Mal. Ich möchte auch ein bisschen mal von mir erzählen, das habe ich noch nie gemacht. Natürlich abstrahiert, ja? Weil ich bin ja kein Ich-Versauger. Nicht so wirklich so. Naja, man muss leider immer das Wort Ich benutzen. Ist zwar scheiße, mache ich aber manchmal. Oft. Weil es so ist. Eine Gepflogenheit. Ja? Kann ich weitergehen? Oder? Ich wollte noch eine Zwischenfrage stellen. Ja, weil sicher. Geht, dass der Vergleich zum Tierreich bemüht wird. Muss man sich also die Diktatur der Kunst wie so eine Art Ökodiktatur vorstellen? Um Gottes Willen! Dass sozusagen die unbewussten Prozesse im Tierreich oder in der Pflanzenwelt vor sich gehen? Nein, ich meine, wir wollen so fliegen wie Vögel, wir wollen so schnell sein wie ein Haifisch, aber die Regierungsform der Tiere, die gucken wir uns nicht an. Die finden wir zu primitiv. Wir sind doch keine Tiere, wir sind Bewusstseinsfanatiker, wir wollen alle nach Tibet. Man haut doch ab dahin, Mann. Reise ins Ich, hat noch nie ein Mensch überlebt. Ja? Und haut doch ab, geht dahin, Mann. Macht den Weg frei. Ja, die Erwachsenen wollen die Welt immer einteilen. In Realität und Jenseits. Das ist das, was die Erwachsenen machen. Ja? Diese Ideologen-Wahnsinnigen, diese ganzen Religionssüchtigen, diese ganzen Demokratiesüchtigen, diese Ich-Versauten, diese Ich-Verpesteten, die wollen jenseits Fanatismus geht und Realitätsfanatismus. Jonathan Mese bleibt nichts anderes übrig, als im Niemandsland sich zu bewegen. Ich bin natürlich kein Kind mehr. Ja, ein Baby befindet sich in gar keinem dieser drei Gebiete. Das ist pur genau da, wo es sein soll. Es wird ins Leben geschmissen und das Leben spielt sich ab. Wie die Tiere, da gibt es keinen Realitätsfanatismus oder Jenseits. Da gibt es auch kein Niemandsland. Ja? Aber ich, natürlich bin ich kein Kind mehr. Ja? Aber ich will und fordere, dass dieses Niemandsland sich komplett ausdehnt. Dass diese Kunst und die Diktatur der Kunst diese miese, dreckige Realität ersetzt. Ja, und verdrängt und ersetzt und es wird passieren. In diesem Fall muss das Niemandsland sich komplett ausdehnen, damit der Realitätsfanatismus verschwindet. Diese ganzen ich-versauten Kackärsche, die einfach keine Lust haben, dieses miese demokratische und politische System zu beenden. Nein, sie wollen es befeuern mit ihrem dreckigen Ich-Wahn. Diese Piraten, das ist ja das mieseste Pakt, was überhaupt hier rumgelaufen ist. Diese ganzen ich-versauten Scheißtypen, die nichts anderes anzubieten haben als ihre Gesichtslosigkeit. Ja, weil sie sich nicht mehr uniformieren können und nicht stramm stehen können, versachlicht und nicht versachlicht marschieren können. Das können sie nämlich nicht. Ja, weil sie demokratisch kontaminiert wurden. Ja, sie sind so ich-versaut. Sie wollen ihre Religionszucht leben, merken gar nicht, dass sie in einer Weltsekte leben. Die größte Weltsekte auf diesem Planeten ist die Weltdiktatur der Demokratie. Die ist überall vorhanden. Und alle wollen noch feiner werden. Immer feinsinniger, immer spitzfindiger, immer feingeistiger, immer schöngeistiger. Dieses widerliche Dreckspack soll einfach abhauen. Ja, und diese Fragen nicht mehr stellen. Dafür müsste man einfach weg. Wer so eine Frage stellt, ja, dann
sind sie irgendwann 14. Und dann wird ihnen erzählt, ja, es gibt diese Regierungsform und diese politischen Systeme, Nationalsozialismus, das Schlimmste, und dann gab es Kommunismus, manche finden das gut, aber wir leben heute in der Demokratie, und dann irgendwann mal mit 18 können sie sich beteiligen an einer freien Wahl. Und dann sagt klein Jonathan, habe ich eigentlich gar nicht so eine große Lust drauf, probier es mal, ja, geh mal hin in diesen Kackladen, ja, sehen Zettel, stehen 5 Parteien drauf, finde ich alle kacke. Merkt natürlich instinktiv, ist eine totale Verarschung. Mir soll Zeit gestohlen werden mit irgendeiner vollkommenen Kacke, die unsachlich ist. Meinungsterrorismus. Ja, kreuzen Sie Ihr Lieblingslied an. Ja, so ein Dreck, ja. Und dann, okay, sagt Jonathan, okay, kein Bock drauf, kreuz jedes Partei an. Das ist zumindest als 18-Jähriger ganz okay. Dann haut man ab, wählt nie wieder, ja. Und dann überlegt man sich, warum wählt man eben nicht, ja. Weil man keinen Bock hat, weil man diesen Kackärschen überhaupt nicht vertrauen kann, weil es nicht geht, weil es um versachlichte Führung geht. Ich vertraue meinem Schlaf, das ist versachlichte Führung. Ja, wenn ich schlafen muss, schlafe ich. Das ist kein Mensch, sondern der Schlaf spielt sich an mir ab und ich gehorche dem Schlaf. Genauso gehorche ich der Sonne, indem ich nicht zu nahe komme und mich nicht zu weit entferne. Wenn ich auf Icarus mache, also als Drecksdemokrat, als Extremsportler meine, ich könnte die Sonne austricksen, bitte mach's. Interessiert die Sonne nicht, die wird dich verbrennen, du stürzt ab mit deinen Kollegen. Das ist zynischer Kack, das ist Extremsport. Ja, das ist kein Spiel mehr. Genauso wie die Olympiade. Ja, lass doch den Ball gewinnen oder lass doch das Olympiastadion gewinnen. Ja, 1936 hat wenigstens noch Adolf Hitler gewonnen im Olympiastadion. Ja, weil sie alle für ihn gespielt haben. Das ist wenigstens abstrakt. Ja, und im Fußballstadion hat der Ball zu gewinnen. Der Ball hat sich von irgendwo abzuspielen. Und wie egal, wie das Bein heißt, von dem dieser Ball wegkommt. Ist doch scheißegal, wie diese ganzen Clubs heißen. Oder diese Kacktypen. Vereinsmeierei gehört verboten. Kleingärtnerei, Kleinkrämerei. Alles weg. Wenn ich an die Macht kommen würde, was ich Ihnen nicht empfehlen würde, würde ich von heute auf morgen jeden Verein verbieten. Jeden Club, jede Religion, jede Esoterik, jede Spiritualität, jede Ideologie, jede Partei, jeden Selbstverwirklichungsfanatismus. Alles weg! Raus, raus, raus hier! Raus! Das sind keine Fragestellungen, die in irgendeiner Weise für die Zukunft relevant sind. Weg mit euch! Haut ab! Aber jetzt Instinkte haben doch nichts mit Freiheit zu tun. Doch, Instinkt, ich hab ich doch hier schon mal gesagt. Demokratie will dich zur Freiheit zwingen. Was ist das für eine Freiheit? Will ich gar nicht haben. Sag, ich knüpf nochmal an. Ja? Dann, ich will ja auch nicht Nichtwähler sein. Ja. Dazu werde ich ja gezwungen. Nicht? Die kommen dann an, diese Vertreter der Demokratie, und wollen dann klar machen, das sei ganz geil. Ja? Und dann sagst du, ja, es interessiert mich aber nicht, diese Fragestellung ist für mich nicht relevant. Und dann sagen sie, ja, aber sie müssen irgendwas wählen, hier haben sie 10 Teller Fleisch. Und dann sagst du, ja, aber ich will erstens gar kein Fleisch essen und zweitens auch nicht diese 10 Teller angucken. Ja, aber sie müssen jetzt was wählen. Und dann sagst du, nein, das ist nicht die Fragestellung. Und dann sagen die, ja, sie können ja auch dagegen sein. Sie wählen das eben nicht, sie nehmen nichts davon. Sei okay, nehme ich nichts davon. Ich will aber trotzdem mit ihnen nichts zu tun haben. Ich will von ihnen nicht ideologisch repräsentiert werden. Das kann ich aber nicht. Das ist so ein Teufelskreis, ja. Ich sag liebevollst nein, nein, kein Bock auf euch. Die sagen, nee, die Großküche hat das alles schon vorbereitet. Und wenn sie das nicht haben wollen, wir werden für sie entscheiden und ihnen diesen demokratischen Müll reindrücken. Wie auch immer. Und sie haben zu gehorchen. Und sonst können sie abhauen. Nur wo soll ich abhauen? Jedes Land ist pupsdemokratisch. Auch Nordkorea, es ist nur eine Variante, es ist nur eine Variante. Genauso Adolf Hitler letztendlich hat sich demokratisch im Volk gebündelt, wie die Monarchen, ist auch nur eine Basisideologie, Demokratie. Kunst, Macht darf niemals vom Menschen ausgehen. Der Mensch kann mit Macht überhaupt nicht umgehen, mit ideologischer Macht. Ja, wenn ich im Taxi sitze, dann ist das total gerechtfertigt, dass der Taxifahrer der Führer ist und mich irgendwo hinbringt. Aber das ist keine ideologische Macht. Niemand hat das Recht, einen Jonathan Mese ideologisch zu repräsentieren. Und niemand darf das tun. Das ist absolut illegitim. Das ist verboten. Das verbietet sich von selbst als Mensch, sich ideologisch repräsentieren zu lassen. Jede politische Partei ist eine ideologische Zusammenrottung von Menschen. Geht nicht, ist verboten. Wenn die Kunst herrscht, die ist noch viel milder als ich. Ja? Die wird einfach nur sagen, verbietet sich von selbst. Aber wenn sie mich morgen an die Macht bringen, wird sofort verboten, aber radikalst verboten. Und da gibt es überhaupt nichts. Rücksichtslos wird es verboten. Rücksichtslos, das Wort muss man sich mal reinziehen. Ohne Rücksicht
Man guckt nicht nach hinten! Keine Rücksicht! Rücksichtslos dafür sorgen, dass dieser ganze Kack wegkommt! Aber Demokratie ist doch nicht nur Parteien und Wahlverfahren. Demokratie ist doch auch ein Synonym für Freiheit, für die absolute Freiheit, die doch offenbar auch hinter der Diktatur der Kunst steht. Nee, das überhaupt nicht. Demokratie ist völlig unsachlich. Darf ich kurz einen Begriff noch einbringen? Unsachlich! Ja, der Begriff heißt das Arbeitslager Ich. Das ist einer meiner Lieblingsbegriffe, der auch in dem Buch natürlich vorkommt. Mhm. Ja. Das ist tatsächlich, kann man sagen, wir befinden uns alle in diesem Arbeitslager der Innerlichkeit. Wir arbeiten an dieser romantischen Maske der Innerlichkeit. Ja. Wir arbeiten an dieser Maske des Bewusstseins. Und das, was Jonathan bzw. die Diktatur der Kunst beabsichtigt, ist diese Innerlichkeit einfach zu zeigen, die kommt von außen. Also es gibt einen Begriff, der heißt Seele ist außen. Ja, diese Innerlichkeit, die ist von außen, das ist wie durch eine Gewalt von außen gekommen. Ja, und im Prinzip sind auch wir nur eine Zeichenoberfläche, sind wir nur ein Körper. Und diese Körperlichkeit wird immer wieder betont. Man muss pinkeln gehen, man muss, keine Ahnung, man muss essen und so. Das sind so diese, das wäre dann der Metabolismus. Das ist der Metabolismus, der immer wieder zitiert wird. Wo interessanterweise jetzt Boris Groß, mit dem wir auch auf dem Podium sagen, der kam dann sofort, ach, das ist doch wie bei den Biokosmisten damals in Russland oder so. Es ist immer dieses Gleiche, irgendwann kommt immer wieder jemand und sagt, ach, das kenne ich schon, das ist doch wie damals und hier und da. Man muss das ernst nehmen. Ich glaube, diese Idee mit diesem Arbeitslager Ich, die ist wunderbar auch zu sagen, weil Demokratie kann eine Diktatur sein. Wer sagt denn sowas heutzutage noch? Endlich hat es mal jemand gesagt, ja? Diktatur ist eine Gleichschaltung, ja? Das ist eine Gleichschaltung. Jetzt können Sie immer sagen, im Namen der Freiheit. Im Namen der Freiheit. Naja, weil alle doch letztendlich das Gleiche machen. Wir sprechen von Individualität, tun aber letztendlich das Gleiche. Ja? Wir konsumieren alle gleich, wir essen alle ungefähr das Gleiche. Ja, es ist so. Gucken Sie sich doch um, wie wir alle aussehen. Es ist doch nicht so, dass wir nicht sagen, dass sich jetzt hier ganz viele Individualisten ausgedrückt haben, frei. Mhm. Ja? Also insofern, Freiheit kann auch ein Zwang sein. Sei frei. Ja? Verwirkliche dich selbst. Rette deinen kleinen Arsch, steht da drinnen. Das ist damit doch ein Stück weit gemeint. Sieh, wie du wegkommst. Die Diktatur der Kunst ist sozusagen eine Bewegung gegen die Konformitätszwang. Nee, das ist einfach das Notwendige, was man tun muss, um zu überleben in dem Ding ohne Zynismus. Ja? Es ist eine suggerierte Notwendigkeit zu sagen, dass man wählen gehen muss. Das ist in Wirklichkeit Zeitverschwendung, Gehirnwäsche und Quatsch und Wahnsinn. Und ist ein Teufelskreis, aus dem man nicht lebendig rauskommt. Ja? Und diese ganzen Typen, die immer wieder was Neues wollen, eine Kosmetik betreiben, selber an die Macht wollen, nicht erkennen, dass es Machtpotenziale gibt, die mit Menschen überhaupt nichts zu tun haben. Die Sonne diktiert mein Leben, deshalb ist die Sonne ein Diktator. Ja, und zwar ein guter Diktator. Das ist ein sehr guter Diktator. Sehr heißer Diktator. Ja, genau. Aber in der Kunst kann ich auf der Sonne leben. Kann man sich das mal vorstellen? Ja, und es gibt keine heiligen Menschen, keine heiligen Berge. Das ist alles Kitsch. Das ist Dreck. Es gibt überhaupt keine Seele. Die wiegt genau 7 Gramm. Gucken sich Last Tango in Paris an. Pff, Schweinefurz raus, weg. Ja, es gibt keine Innerlichkeit. Auf die innerlichen Werte können sich nur Leute berufen, die vollkommen gehirngewaschen sind und Spekulation zum Maß aller Dinge machen. Kann ich doch überhaupt nicht bewerten. Kunst bewertet alles und ich traue der Kunst alles zu und die Kunst traut mir alles zu, indem ich die totale Verantwortung übernehme, mich nicht mehr ideologisch repräsentieren lasse von keinem Arschloch diesem Planeten. Niemand, kein amerikanischer Präsident ist anders als ein anderer. Die sind alle vollkommen strukturell identisch. Ja, sie sind komplett ungeeignet. Ja, das sind alles nette Leute, mit denen man Kaffee, Tee trinken kann. Aber ansonsten muss das Amt abgeschafft werden. Bitte geht nach Hause, spielt. Bitte haut ab. Belästigt mich nicht mit Fragestellungen, die nichts mit der Zukunft zu tun haben. Nichts! Gar nichts! Aber was wird an Ihrer Stelle? Bisher ist die Diktatur der Kunst eigentlich nur ein Slogan. Ich kann mir darunter nichts Konkretes vorstellen. Wieso? Da steht doch alles drin. Ich hau ab, Religionssüchtiger. Ja? Verpiss dich. Negativdefinition, dass es nicht ist. Versachlichtes Marschieren ist immer totale Dienstpflichtkunst. Ja, natürlich, versachlichte Hingabe ist total Dienstpflichtkunst. Aber religiöse Hingabe eben nicht. Man kann Vegetarier sein, aber bitte nicht ideologisch. Alles denkbar. Ich kann auch Politik spielen im Hobbykeller. Kann auch Pfarrer spielen im Hobbykeller. Aber bitte nicht in der Realität und schon gar nicht auf der Straße. Ja? Die Revolution kommt von der Revolution, nicht von Revolutionären.
Ja, die Revolution braucht überhaupt keine Revolutionäre. Die braucht sich selbst. Die Revolution, die sich an der nächsten Revolution abspielt, damit sie passieren kann. Wir stellen uns immer den Lebensnotwendigkeiten in den Weg und suggerieren Dinge, die keine Lebensnotwendigkeit sind. Es ist nicht notwendig, links zu sein oder rechts. Es ist im Gegenteil, es ist ein Selbstvernichtungsprogramm, so noch zu denken. Wer so denkt, ist so gehirngewaschen, so weltgleich geschaltet. Also da ist selbst der Stalinismus und der Nationalsozialismus ein Weißenknabe gegen. Diese Typen sind so was von gehirngewaschen, die sind vollkommen im menschenmachtsfanatisch ausgerichtet durch ihr Ich. Ja, indem sie Körperkontakt suchen. Die Kunst ist ja auch eine totalste, absolute Militärorganisation, in der man stramm steht und eben dem Spielraum dem anderen gibt, den gleichen, den jeder andere auch hat. In der Kunst gibt es nur den Wunsch der totalsten Uniform, damit man den Menschen wieder ins Gesicht gucken kann. Also auch Gleichschaltung. Nein, nicht Gleichschaltung. Wenn diese Typen, die hier sitzen, alle das Gleiche anhätten, könnte ich ihnen wieder in die Gesichter gucken. Das ist Schrammstehen, das heißt, der Notwendigkeit der Zukunft in die Augen zu gucken, auch wenn die Zukunft an dir vorbeiguckt. Keine Belohnung erwarten. Die Kunst ist kein Gott, ich kann nicht niederknien ideologisch. Diese Bewegung ist für die Kunst irrelevant. Nabelbeschau betreiben gibt es in der Kunst nicht. Es gibt nur Schrammstehen wie ein Baby, das Schrammsteht und die Zukunft erwartet. Ohne Ideologie, ohne Religionssucht. Ohne Esoterik. Es erwartet einfach den nächsten Tag, die nächste Sekunde und tut das, was notwendig ist, mit Hilfe. Hilfe ist gut. Niemals ideologisch, bitte. Krankenhäuser sind spitze. Katholische Krankenhäuser sind kacke. Das darf es nicht mehr geben, ein Wort. Wie Katholizismus oder Protestantismus oder ein SPD-Krankenhaus oder ein linksorientiertes Krankenhaus, das ist so zynischer Dreck, das geht überhaupt nicht. Und wenn das den Leuten nicht im Gehirn sich klar macht, dann sind das ganz widerliche Verbrecher. Die sind daran beteiligt, dass diese Welt zugrunde geht, was vollkommen in Ordnung ist. Aber es sind zynische Selbstvernichter. Und diese Typen haben nicht das Recht, mich reinzuziehen in ihr Kackdreck. Natürlich, wenn ich krank bin, gehe ich auch in ein katholisches Hospital. Vielleicht werde ich sogar auf dem katholischen Friedhof liegen. Aber das muss doch alles nicht mehr sein. Das ist doch alles widerwärtig. Es kann kein katholisches Land geben. Es kann doch nicht mal ein Land geben, das Amerika heißt. Das ist eine Bezeichnung. Ja, es kann kein Land geben, das Deutschland heißt. Es kann nur ein Land heißt, das Erzland heißt, das von der Kunst regiert wird, wo jede Ideologie sich von selbst verbietet und diese Fragestellung überhaupt nicht mehr existiert. Gibt es da Menschen in diesem Land? Alles sind Menschen und alle tun das, was notwendig ist, nicht, dass das ihnen suggeriert wird. Ja, diese ganzen ideologischen Zusammenrottungen, was uns die ganze Zeit belästigt, überall Gruppen, da habe ich schon vor jeder Gruppe Angst, ja, weil ich die ideologische Zusammenrottung erwarte. Ja, also ich kann schon noch nicht mal mehr in ein Musikkonzert gehen, weil ich glaube, dass da Ideologen sind. Diese ideologischen Pissgesichter, die dann meinen, ihre Musik, die sie da hören, sei geiler als irgendeine andere Drecksmusik. Gibt's doch alles gar nicht. Alles Geschmack. Ist Geschmack. Ja, es ist Geschmack, ob ich die Grünen wähle oder die NSDAP. Ist Geschmack. Nix. Es bedeutet gar nichts. Es ist strukturell komplett das Gleiche. Es führt automatisch, je nach Machtpotenzial dieser Einrichtung, zur Vernichtung des Menschen, des Planeten und der Tierwelt. Und das ist keine Prophetie, sondern eine Logik aller Mr. Spock. Ja, Mr. Spock ist ein totaler Künstler, der genau das tut, was Sache ist. Und die Zukunft erwartet nicht in dem Wissen, dass es Jenseits gibt oder irgendein Paradies und Kackarschdreck. Ja, das sind doch alles nur Methoden, um das Leben zu rechtfertigen, das Miese, indem man sagt, später wird's ganz geil, wenn du tot bist. Das ist alles Beschwichtigung, das ist Betroffenheitskack, das ist Design. Ja, das ist alles nur Systemillustration, um dich so verantwortungslos zu machen. Wenn du einer Partei dienst, hast du doch gar keine Verantwortung mehr, du Drecksau. Ja, nee, das ist alles verboten. Und dann kommt noch das mieseste Spiel überhaupt. Dann kommen diese ganz gelehrigen Freigeister und Schöngeister und sagen, ja, die Demokratie ist doch die beste aller schlechten Regierungsformen. Was das für ein optimiertes Mittelmaßdenken? Das ist Durchschnittsfanatismus. Wollen wir wirklich
die beste aller schlechten Currywürste essen? Nee, nee, nee. Oder die geilste aller beschissenen Frauen heiraten? Das ist so ein mieser Kackarschdreck. Diese Typen, die würde ich so dermaßen, hoffe ich, dass sie sich selbst durchs Dorf treiben. Diese Säule, dieses widerliche Scheißpack. Ja, die sollen einfach sich selbst vernichten. Das ist übrigens auch ein unterschiedlicher Umgang mit den Feinden. Es gibt Feinde. Ja, die gibt es, aber die muss man sich selbst überlassen, damit sie sich ganz schnell selbst vernichten. Und wie sie sich vernichten, das ist mir komplett gleichgültig. Das ist mir vollkommen egal. Die sollen nur weg. Sie sollen mich mit ihrem Realitätskack nicht mehr belästigen. Mit ihrer Realitätssucht, mit ihrer Realitätsseuche, mit ihrer Ich-Verpestung. Diese ganzen Arbeitslager, ich, da laufen die Leute von selbst rein. Das ist wie bei der Zeitmaschine, die Eloy. Wenn der demokratische Ton kommt, dann sind sie ganz apathisch und degeneriert und laufen in diese Arbeitslager fröhlich hinein und lassen sich extra vernichten. Das ist so zynischer Dreck. Natürlich im allerletzten Moment, wenn die Sense kommt, dann haben sie das Entsetzen im Auge. Aber diese Typen sind so trainiert worden, dass sie alle freudestrahlend in das Arbeitslager gehen. Das war bei Hitler noch anders. Ja, oder bei Stalin. Heute gehen sie da freiwillig selbst gewählt rein und nehmen noch ihre Freunde und Verwandte mit. Das ist doch ein zynischer Kackarschdreck. Diesen Typ müsste man so dermaßen irgendwas. Aber ich bin zu nett dafür. Ich biete nur die totalen Verbote an, ja? Ich meine das aber auch alles natürlich mit ein bisschen Humor. Aber auch nicht wirklich. Ja, also mich sollte man nicht von der Bühne zerren, wie man es mit der Quadratur des Kreises Adolf Hitler gemacht hat. Ja? Der hat ja auch ein interessantes Buch geschrieben, Mein Kampf. Das ist halt das ideologischste Buch, was je geschrieben wurde. Deshalb kann man es zumindest mal unter die Lupe nehmen. Diese verwässerte Demokratengeschwätzigkeit, das kann man ja nicht mehr lesen. Das ist ja widerlich, das, was seit 1945 in diesem Land publiziert wird. Also das kann man ja gar nicht mehr lesen. Das ist ja so verwässert, das ist ja so, ich versaut. Also ich will doch nicht noch von der Hämorrhoide, von irgendeiner Kackärsche irgendwas sagen. Aber Hitler war doch auch ideologisch. Ja, aber der war der ideologischste. Deshalb kann ich da wieder anknüpfen. Wenn der noch einen Schritt weiter gegangen wäre, wäre es zur Diktatur der Kunst gekommen. Wenn er in der Höhe seiner Macht im Zenit gesagt hätte, ich, Adolf Hitler, danke ab zugunsten der Diktatur der Kunst, weil die Kunst stärker ist als ich, dann hätten sich ganz, ganz viele Millionen von Menschen ausgerichtet der Diktatur der Kunst entgegen. Und es wäre zumindest partiell zur Diktatur der Kunst gekommen. Ja, aber niemand hat Adolf Hitler von der Diktatur der Kunst berichtet. Dieser Mann war überhaupt nur daran interessiert, das Radikalste, sich sozusagen vorzugeben als Block, als totaler Block, der ihn anzieht. Und wenn irgendeiner gesagt hätte oder er es ihm im Traum erschienen wäre, dass die Diktatur der Kunst ja noch viel radikaler ist als er, dann hätte er zugunsten der Kunst abgedankt, weil ihm gar nichts anderes übrig geblieben wäre. Dann hätte er keine Juden verfolgt. Nein, natürlich nicht. Das ist doch menschenversautestes Geschmacksgebaren. Andere Menschen in irgendwelche völlig pseudomäßigen, esoterischen Kategorien einzuteilen. Ist doch vollkommen egal, welchem Land man angehört, welcher Religion. Die sind doch alle scheiße. Das ist doch alles gleich Kacke. Also Adolf Hitler war der große Radikale. Ja, man hätte ihm wünschen können, dass die Diktatur der Kunst damals schon sozusagen sich durchgesetzt hätte. Nein, nachdem Adolf Hitler tot war, ist man wieder in die Durchdemokratisierung hineingefallen. In den Apparat, den er ad absurdum geführt hat und den Spieß umgedreht. Der ist demokratisch gewählt worden, was auch immer sie wollen. Das ist vollkommen wurscht, egal was sie dazu sagen. Und dieser Mann hat den Spieß einfach nur umgedreht, fertig. Aber Sie haben geschrieben, dass Sie Adolf Hitler neutralst gegenüberstehen. Ja, genau. Das was ist damit gemeint? Kann man Adolf Hitler neutralst? Das klingt so ein bisschen wie Reinhard Götz. Ja. Also demokratisch kann man Adolf Hitler nicht gegenübertreten. Weil dann ist man schon tot, bevor man überhaupt dahin gegangen ist. Weil es war kein Demokrat, der hat nur den Spieß umgedreht, weil er die Schwachstelle gesehen hat. Der war noch nicht dumm.
der war einfach unglaublich präzise. Das ist ja wohl noch erlaubt, so über diese Figur zu reden. Nur ich bin kein Demokrat, deshalb kann ich über diese Figur reden. Ja, ich kann diese Sprache, wie über diesen Mann geredet wird, ich kann es nicht mehr ertragen. Da wäre die Chance gewesen, 1945 zu sagen, nie wieder Partei, nie wieder Religion, nie wieder Ideologie, nie wieder Esoterik, nie wieder Rassentheorie, nix. Außer die Rassentheorie gegen dein mickriges Ich. Ich bin ein totaler Rassist gegenüber meinem demokratischen Rest-Ich. Und ich bin dankbar, wenn man es ausrottet. Ja, aber das tue ich jeden Tag aufs Neue, indem ich einfach mein Ich rausscheiße. Herr Eichmeier, das kostet nicht viel Kraft. Wir müssen jetzt mal kurz zwischen... Sorry. Die Beobachterinstanz, oder wie soll ich sagen, propagandistische Beobachterinstanz von außen dazuschalten und sagen, welche Funktion nimmt Adolf Hitler in der Zeichentheorie von Jonas Anderson? Ich kenne das schon, das ist immer ein bisschen schwierig dann wieder. Ja. Aber es geht immer wieder. Gut, wir probieren es mal. Muss ich jetzt noch was zu Adolf Hitler sagen, oder was? Das könnte ich. Nein, ich sage zur Funktion. Ich würde einfach das Statement wagen, Adolf Hitler war eigentlich der Künstler, der sich am meisten selbst verwirklicht hat. Das ist genau dieser Künstlertyp, um den es irgendwie nicht geht. Ich möchte mal was anderes sagen. Ich glaube, wir haben auch eine Verharmlosung von Hitler. Ist es keine Verharmlosung? Warum ist es immer eine Verharmlosung? Naja, es ist ja eine Massenbewegung gewesen, ist ja nicht nur. Aber den hat man doch von der Bühne gezerrt. Es gibt ein wunderbares Beispiel von Jonathan, wenn er jetzt sagen würde, denken Sie an Goldfinger oder sowas. Ja? Dem würden jetzt ganz viele Menschen sagen, ich gebe dir die Macht. Und dann wundert man sich, was dann passiert. Also das ist so, das ist Diktatur der Kunst bei Fortgeschrittenen, würde ich fast sagen. Ich möchte trotzdem was anderes sagen. Ich glaube, diese Grenze zwischen Kunst und Nicht-Kunst, die ist eine ideologische Grenze. Und darum, das ist das Problem, um das es hier ein Stück weit geht. Das, was hier gerade passiert, ist ein Auftritt in einem Raum, der ist der Raum der Kunst. Ja? Und wir tun so, als könnte man diese Räume, Realität und Kunst irgendwie trennen. Das hat uns ein ganzes Jahrhundert länger eingeredet, das ist eine ontologische Grenze. Die können Sie nur verschieben, das geht nicht. Hier ist die Forderung, dass die Kunst die Realität verdrängen wird. Ja? Dass es möglich ist, dass praktisch die Kunst einfach wieder da ist. Ein Beispiel aus Jonathans Jugendzeit. Es gibt einen Text, wo er sagt, er wollte mit 14 oder mit 15 oder mit 16 immer noch König spielen. Bis dahin hat er nur König gespielt. Ja? Dann kamen die anderen und haben gesagt, wir sind König. Das ist eben der Unterschied zwischen König sein und das tun, was ein König tut in der Realität, oder zu sagen, ich verbleibe in dieser Welt des Spiels. Und das ist die Welt der Kunst. In der Kunst ist alles erlaubt, im Film ist alles erlaubt. Ja. Die Filmwelt ist die Kunstwelt, da können die schlimmsten Splatter-Movies können sich anschauen. Sie wissen genau, dass nicht wirklich Menschen umgebracht werden. Ja? Ich kann mir alles gespielt vorstellen. Das ist die Diktatur der Kunst. Das ist keine Ideologie übrigens, die Diktatur der Kunst. Ja, das ist vielleicht eine totalste Utopie. Diese totalste Utopie, dass einfach nochmal ein Anfang von vorne möglich sein könnte, wo die Dinge eben nicht getrennt werden in Real und Kunst. Das war wirklich die verhängnisvollste Trennung, dass man gesagt hat, es gibt Räume der Kunst, es gibt ein Kunstsystem, es gibt ein Betriebssystem Kunst und so weiter, ohne zu erkennen, dass vielleicht diese Kunst einfach schon herrscht. Ja? Dass wir vielleicht schon Kunstwerke sind. Also dass auch die Trennung zwischen dem Ding und dem Kunstwerk einfach eine ideologische Trennung ist. Es gibt tausende Bücher, analytische Kunstphilosophie, was ist Kunst, was unterscheidet Kunst von Nicht-Kunst? Vielleicht gar nichts. Ja? Vielleicht unterscheidet es gar nichts. Also da wäre Jonathan Lee so ein Wiedergänger von Duchamp. Leider nicht. Ja, aber der ist nicht weit genug gegangen. Das ist kein gutes Beispiel. Nicht? Also man muss erkennen, dass der Mensch in der Kunst nichts anderes ist als ein Spielball, eine Dekoration. Ja, und nicht die Kunst, die Dekoration für den Menschen. Ist genau andersrum. Ja, und wir werden von der Kunst bewegt und dorthin platziert, wo es in die Zukunft geht, evolutionär. Und entweder wir sagen halt, wir spielen jetzt weiter, oder wir stellen uns der Sache in den Weg. Wir werden unsachlich. Ja, und wenn man einen Menschen an die Macht wählt, ist man unsachlich. Ja, und Adolf Hitler war nun mal der Menschenmächtigste. Er war nun mal der Unsachlichste. Aber gleichzeitig radikalste. Und deshalb, wenn er einen Schritt weiter gegangen wäre, oder man hätte ihn einen Schritt weiter geschubst, wer auch immer, dann wäre es wahrscheinlich zur Diktatur der Kunst gekommen. Und so kann man mit dieser Figur umgehen. Ja, nur kann man doch nicht sagen, nachdem der Mann tot ist, gehen wir wieder in die Antiradikalität zurück, verwässern alles nochmal bis zur Unkenntlichkeit, und fangen wieder an, uns durchzudemokratisieren. Eine Sache, die einfach nicht funktioniert, wieder benutzen. Das ist doch Zombieismus. Nicht? Niemand darf auf sein Ich zurückgeworfen werden, weil das Ich nicht zukunftsfähig ist. Es ist nicht resistent genug. Es funktioniert gar nicht als Spiel. Ja? Es ist Ich versaut. Es ist eine Spekulation, das Ich.
Es wird nur von Menschen ins Feld geworfen, die unpräzise sind. Das Ich ist eine Erfindung von Religionssüchtigen. Es gibt es gar nicht. Es ist inexistent. Ja? Und deshalb muss es weg. Und dann können wir wieder frei aufspielen. Ja? Hier steht Erzführungsbefehl Kunst, zieh von dir ab. Dieses Buch kann man nur lesen, letztendlich, wenn man von sich absieht. Wenn man aber eine Partei wählt und die Notwendigkeit sieht, darin das zu tun, kann man das Buch gar nicht lesen. Kann es gleich wegschmeißen. Man wird nie irgendwas darin finden, außer Chinesisch. Was bleibt vom Menschen übrig, wenn er von seinem Ich absieht? Das, was von einem Tier übrig bleibt und das, was von einem Baby übrig bleibt. Eine pure, klare Existenz. Das Ich macht dich unpräzise. Weil es so spekulativ ist, dass es nur eine Erfindung ist. Es ist ein Furz. Ja, das eine Ich soll dann angeblich geiler sein als das andere. Ja, jetzt soll irgendwie Sarkozy-Ich nicht ganz so geil sein wie das Hollande-Ich. Das ist doch alles Kacke. Das ist doch mal klar wie Kloßbrühe. Und ist doch egal, wem sie da ihr Vertrauen schenken. Es sind alles Penner. Ja, und sie werden dazu auch gezwungen und gebracht, Penner zu sein. Das ist natürlich schmeichelhaft, wenn irgendjemand dasteht und dir zujubelt. Aber es bringt doch nichts. Es ist doch falsch. Es ist zukunftsunfähig. Hört auf, Parteien zu gründen. Hört auf, wählen zu gehen. Das sind ganz konkrete Ansagen. Ja? Das ist ja auch das wirklich Zynische, dass man sagt, oh, jetzt kommt vielleicht wieder der Sozialismus oder so. Hoffentlich kommt nicht mehr der Nationalsozialismus. Das ist ein Angebot. Das ist der Angebot zu sagen, lass doch die Kunst herrschen. Das ist zumindest mal was Neues, muss ich fast sagen, in dem Feld. Ja? Und lass es doch auf uns zukommen. Gucken wir es doch mal an, wie es sein könnte, wenn die Kunst herrscht. Naja, ich meine, jetzt, wir haben ja eine veritable Krise unseres Systems im weitesten Sinne. Das ist eine Diktatur des Geldes, kann man sagen, das ist eine Diktatur der Politik. Eigentlich ist ja sowas wie die Diktatur der Kunst, in dem man ja vielleicht noch sogar eine Art totale Herrschaft des Schönen vielleicht vermuten könnte, ja, mit einem Rest von bildungsbürgerlichem Bewusstsein. Die Zeit ist ja eigentlich reif dafür. Aber wann ist es soweit? Wann haben wir noch die Leute beisammen? Ja, noch befinden wir uns in der Hochphase des Total-Individualisierens. Ja? Die Leute wollen sich noch nicht entindividualisieren. Sie wollen sich noch nicht entdemokratisieren. Sie sind zu Ich versaut. Sie glauben noch an irgendwas. Lass doch mal sausen. Ja? Lass das Spiel sich spielen, an dir abspielen. Dann wird es schon geil werden. Schlimmer als heute kann es ja nicht sein. Ja, wir leben alle in einem riesigen Gefängnis, merken wir es nur nicht mehr. Also ich meine, das ist doch Wahnsinn. Nur weil so viele Leute in der Sekte sind, bedeutet das doch nicht, dass es keine Sekte ist. Nicht nur 99,999% sind heute auf diesem Planeten in der Vollsekte. Und alle tragen das gleiche Gesicht und das Gesicht heißt Individualität. Ja, das ist das, was ich vorher gemeint habe. Das ist eine romantische Maske, die Individualität. Eine Person, eine echte Maske. Also das, was Jonathan mit einer Uniform sagt. Das ist was anderes. Ein Gesicht hat man früher nicht einfach bekommen. Ein Gesicht, da muss man was für tun. Das aber die Postmodern hat ja jetzt schon die multiplen Identitäten erfunden. Und dieses eindeutige Ich, was da jetzt so ich-versaut kritisiert wird, mit ich versaut kritisiert wird, das gibt es doch gar nicht mehr. Ja, aber das sind noch beleidigtere Leberwürste, die noch meinen, dass sie mehrere seien. Widerwärtig, mein Gott, sei doch mal einfach präzise das, was du bist. Du bist Person A und da ist Person B und da ist Person C. Das sind alle gleich und haben alle zu dienen, fertig. Das war's doch einfach. Ist doch auch ganz einfach, der Kunst zu dienen. Schmeiß dein Ich weg, diene einfach, gehorche versachlich, marschiere, formiere dich, fertig, aus. Im Raum der Kunst, das muss man immer wieder dazu sagen, im Raum der Kunst. Also es ist einfach ein Unterschied, ob im Raum der Kunst diese Uniform getragen wird oder diese Maske getragen wird. Wenn ich jetzt sage, es ist wie auf einer Theaterbühne, dann sagen sie wieder, aha, es ist ja wie im Theater oder so. Oder denken sie, es ist nicht wie auf einer Theaterbühne. Aber das ist so ein Raum, das ist so ein Kunstraum. Wenn man sagt, das ist ein Tank, das ist wie wenn man einen Tank besteigt. Und da kann man was drin machen, ohne Folgen. Da kann man auch einen Hitler groß machen, den er immer wieder macht. Der macht ihn aber doch nur im Raum der Kunst. Natürlich kann man den da machen. Sie kennen ihn sowieso von der Theaterbühne. Da kommt niemand auf die Idee und sagt, oh, das wäre schlimm gewesen. Wenn Jonathan das macht, dann kommt sofort, hier, es hat einen Hitler groß gemacht. Womöglich ist der irgendwie, das ist damit nicht gemeint. Es ist eine Geste im Raum der Kunst. Jonathan würde so weit gehen zu sagen, es ist eine Körperbewegung. Es ist eine Körperbewegung, die man vielleicht viel öfters machen sollte als Körperbewegung, um einfach den Kontext irgendwie loszukriegen. Ja, und das Gleiche gilt für die Worte Diktatur, für Dien und alle diese Dinge könnte man vielleicht in einem neuen Kontext wieder verwenden. Und das sind die Worte, die relativ unverbraucht sind.
Ja, das Wort Individualität ist sehr schwer wieder in einen neuen Kontext zu bringen, würde ich mal sagen. Das ist schwierig. Ja, auch die Demokratie hat eben diese Begriffe ja auch vollkommen kontaminiert. Ja, gehorchen, nein, also das mache ich nicht. Ich gehorche zwar meinen kleinen Arsch, ja, das mache ich gerne, ja. Geh in irgendeine miese Kirche, bete diese Götter da an oder irgendeinen Kackpfarrer, ja, oder den Dalai Lama, ja, da werfe ich mich noch auf den Boden, nicht? Den will ich aber sonst nicht. Nee, dass ich, mein ich pepper ich von morgens bis abends, ja, da gehorche ich völlig unsachlich. Ja, ich gehorche irgendeiner Parteiführung, keine Probleme. Nee, ich diene zu Angela Merkel. Nee, habe ich keine Probleme, aber ansonsten diene ich nicht. Das Wort mag ich auch nicht. Versachlichtes Dienen kommt überhaupt nicht in Frage. Nee, ich bin Individualist. Ich bin mein Ich. Ja, und mein Ich wird nach vorne kommen. Nur das Ich ist so wahnsinnig limitiert. Ja, diese ganzen Leute, die an ihre persönliche Grenze kommen wollen. Mein Gott, ist die limitiert. Die ist ja genau hier, deine persönliche Grenze. Ja, geh doch mal darüber hinaus oder lass die Grenze sich an dir abspielen. Lass sie die Grenze sich dir definieren. Ja, dann kommst du viel weiter. Ja, da musst du auch nicht verreisen. Ja, da musst du nicht auf Mount Everest kriechen, um den Berg zu belästigen. Ja, du musst nicht zum Mond fliegen. Kannst du machen, kannst aber auch lassen. Ist vollkommen egal. Diese ganzen Selbstverwirklichungsfanatisten, diese ganzen Extremsportler, die alle irgendwie nur ihr Ich markieren wollen, ja, ihr kleines, mieses Drecksrevier abstecken. Da ist mir Adolf Hitler schon ein bisschen lieber, der wenigstens alles wollte, die totale Weltherrschaft. Ja, diese Leute sind mir einfach lieber, ja, als diese ganzen mickrigen Ich-Verpuppten, die einfach nur in ihrer Sardinenbüchse sitzen wollen, sich vollpupsen, das Kommunikation nennen. Ja, ich habe gerade in dein Gesicht gefurzt, jetzt furzt du in meins und das Kommunikation. Und dann stimmen wir noch darüber ab, wie geil der Furz gerochen hat von dem anderen, dieser Ich-Furz. Das ist doch Kommunikation, interessiert mich überhaupt nicht. Befehle empfangen, aber versachlicht bitte. Ich bin ganz versachlichter Befehlsempfänger. Ich werde die Befehle der Kunst ausführen. Fertig. Ja, es ist ganz leicht, sie auszuführen, eigentlich, theoretisch. Aber noch muss ich es aus dem Niemandsland machen. Bin Meldegänger. Ja, war Adolf Hitler übrigens auch. Ja, der war auch die ganze Zeit im Niemandsland unterwegs, wurde dann aber in die Realität gezogen. Ist der Unterschied. Solche Typen wie uns muss man einfach in der Antirealität lassen. Ja, nicht? Also mir reale Macht zu geben, bitte nicht. Kunst ungleich Realpolitik. Das sind Gesetze, hier steht's drin. Ja, ich befolge die Gesetze. Es ist mir vollkommen egal, ob ich das geschrieben habe oder eine Schlange oder meine Mutter. Es ist mir vollkommen scheißegal. Ja, es ist auch kackegal, wer es geschrieben hat. Die Gesetze gelten. Nicht alles darin ist präzise, aber fast alles. Ja, und man kann dem folgen. Ja, Führung statt Ausdruck. Tu das, was notwendig ist und nicht das, was dir als Notwendigkeit suggeriert wird. Im Hobbykeller kannst du alles machen. Alles. Aber belästige niemals andere mit deinem Ideologiescheiß. Ja, lass es sausen. Ja, und dann geht's ab. Ja. Wir wollen jetzt aber noch was aus dem zweiten Manifest. Ja, das lese ich jetzt vor. Und dann kann man ja auch noch was sagen. Aber ist ja auch egal, ja. Also, zum Beispiel das Wort Kultur. Ja, da wird mir ganz übel. Kreativität. Wir leben gerade wieder in den goldenen 20er Jahren. Überall diese Kreativitätsverseuchten. Nur getanzt wird auf dem Vulkan. Ohne Ende. Parteienzersplitterung. Haben wir alles gehabt in der Weimarer Republik. Ja, diese ganzen Pupsgesichter. Überall neue Partys. Überall Design. Überall Systemillustration. Alle haben nur noch in ihrem Dampf sich selbst abgekocht, ja, waren völlig unaufmerksam. Ja, jetzt geht's um die Wurst. Entweder Diktatur der Kunst kommt oder der Superhitler. Ist mir vollkommen egal. Ja, das wird nur angezogen, das wird produziert von diesen Kreativitätsfanatikern. Die sind kreativitätssüchtig. Kreativität ist nur, hat mit Kunst gar nichts zu tun. Das sagt der Künstler. Instinkt. Ein kreatives Tier hat keine Überlebenschance. Es formiert sich instinktiv, nicht kreativ. Wenn es kreativ wäre, wäre es schon im Maul des anderen Tieres gelandet, bevor es überhaupt pupsen kann. Ja, das ist einfach, es ist vollkommen daneben.
Das ist eine Kreativitätsseuche. Das ist der Tanz auf dem Vulkan. Und der wird immer extremer, immer spitzfindiger, immer befindlicher, immer betroffener. Diese ganzen Kultursendungen, die man sieht im Fernsehen, geht nur um, je betroffener dein Gesicht, desto mehr wird angenommen, du seist ein Künstler. Ja, also deshalb, ich weiß gar nicht mehr, was ich da soll. Ich werde ständig eingeladen, habe aber gar keinen Bock, da hinzugehen, weil ich kann kein betroffenes Gesicht machen. Also da, deshalb, dieses Maß erfülle ich nicht mehr. Ich habe kaum, ganz selten ein betroffenes Gesicht. Ja, und das ist der einzige Maßstab heute noch. Betroffenheit, Systemillustration, Design, Etikettenschwindel. Heute soll dir irgendwas als Kunst verkauft werden, was eindeutig keine ist. Ja, Kaisers neue Kleider, aber noch viel extremer. Ja, dir wird irgendein mieses Design vor die Nase gesetzt und dann sollst du sagen, ja geil, ist aber nur mieses Design. Fertig, Ausschluss, vorbei, weg damit. Ja, oder irgendwelche Illustrationen werden hochgepumpt und hochgepeppt zur Malerei. Das ist aber eine Beleidigung der Malerei gegenüber, ja, das so zu machen. Wie ist das jetzt mit dem Kreativitätsausstoß hier im zweiten Manifest? Da wollen wir ja, genau. Also Kreativität ist die Höchststrafe für alle Selbstvernichter. Das ist ein Selbstvernichtungsprogramm. Je kreativer, desto weiter und näher bist du an deiner eigenen Selbstvernichtung. Das weißt du einfach. Wenn du kreativ sein willst, bist du kurz davor, dich zu vernichten und andere. Und das musst du selber wissen, wie zynisch du bist. Gibt ja diese zynischen Arschlöcher. Nur ich will mit dir nichts zu tun haben. Gar nichts. Ich sag auf Wiedersehen. Ich sag ja ganz lieb, nein, danke. Ja, aber trotzdem will diese Weltdiktatur der Demokratie, die ein Dogma ist, das ist ein Dogma, überall. Demokratie ist in der Medien, Presse, Welt das zweitbeliebteste Wort nach ich. Ja, und immer im positiven Sinne. Das ist Wahnsinn. Selbst von den miesesten Diktatoren auf diesem Planeten. Oh, wir sind auch ein bisschen demokratisch. Ja, hier der Nordkoreaner. Ja, ist auch demokratisch. Naja, das mit der Kreativität ist das gleiche. Also auch die Aufforderung, sei kreativ. Sie müssen alle kreativ sein. Was ist denn das für eine Aufforderung? Ja? So ist es doch bei uns. Also man soll kreativ sein, man soll sich selbst verwirklichen. Insofern ist es eine Höchststrafe. Seien Sie nicht kreativ, das wäre doch mal eine Forderung. Machen Sie einfach das, was sowieso passiert. Das wäre doch mal eine Forderung. Aber die Forderung in der Demokratie ist tatsächlich, Sie sollen kreativ sein. Sie sollen kreative Ideen entwickeln. Ja? Junge Menschen sollen auch kreativ sein. Warum natürlich? Also warum ist nicht kreativ zu sein vielleicht die bessere Lösung? Also wenn ich, mal ein Angebot. Ja? Wenn ich schlafe, das ist doch nicht kreativ, das muss sein, fertig. Der eine schläft halt so, der andere so. Ja, aber der Künstler Mese, die Diktatur der Kunst ist noch nicht ausgebrochen. Also der Metabolismus von Mese, wie funktioniert der? Ziemlich simpel. Also ich habe kein besonders tolles Leben. Also warum auch? Ja, ich gehe gerne in die Badewanne, stehe auf, dann gehe ich mal ins Büro, treffe meine wenigen Freunde. Ich will meine ganzen falschen Freunde abservieren, auf die habe ich keinen Bock mehr. Und ich will in Ruhe gelassen werden und ich will auch nicht zum Professor gemacht werden. Ich möchte keine Mappen sehen von Künstlern. Ich will nur dienstpflichtige Gesichter sehen, die interessieren mich. Mich interessiert das Kreativpotenzial von Menschen null. Also wenn jemand sagt, ich... Soldaten der Kunst. Ja, Soldaten. Also Soldaten der Kunst werden benötigt. Militärakademie ist der Kunst. Wir brauchen Ordensbogen der Kunst, in denen einfach jedes individuelle Gefühl abtrainiert wird, ganz klar. Liebevoll, aber gut. Nicht? Und ganz klar, kein Ich zum Besten geben, keine Kreativität, Instinkt ist angesagt, spielen ohne Ende. Ja, und keinerlei Ideologie, das wird abgelehnt. Das wird aber auch als Fragestellung gar nicht mehr existieren in den Ordensburgen der Kunst. Gibt es nicht mehr, diese Fragestellung. Ja, das gibt es als Wort nicht mehr als Wortspiel und nicht als Befindlichkeit, auch nicht als Idee oder als Wahnvorstellung, das gibt es vielleicht höchstens noch als vor 1000 Jahren gab es mal Kacke am Dampfen. Ja, das wird man vielleicht so sagen und Demokratie wird ein Schimpfwort sein, ja, zumindest am Anfang und dann wird es auch vergessen. Ja, es ist einfach wichtig und richtig zu sagen, ah, du mieses Demokratenschwein, hau ab. Das sind alles Sachen, die sehr witzig und gut sind und richtig und angemessen und liebevoll. Ja, man sagt ja nicht, dass irgendwas wiederkommen soll, was schon gab. Sondern man sagt einfach, dieser Kackdreck muss weg, damit was Neues, Geiles kommen kann. Das ist Scheintodtum, das sind Zombies. Demokraten sind Zombies. Okay. Die sind schon längst tot. Jetzt wollen wir aber noch was hören. Wir müssen nämlich langsam zum Ende kommen. Aber du musst auch was sagen. Ich will es nicht wollen. Also, willst du es wollen? Ich habe alles gesagt. Gut, wir wollen jetzt noch einen Führerbefehl. Ja. Bist du böse? Gut. Ich bin zum Beispiel auch nicht böse, ich bin nur ungeduldig. Ich werde immer älter und ich will, dass es zur Machtergreifung Kunst kommt. So ich versaut bin ich übrigens noch. Ich will es erleben. Am geilsten wäre es, wenn meine Mutter es noch erleben würde. Mein Gott!
über 80. Lass hören. Das wäre so geil, wenn die es noch erleben würde. Ey, da würde ich weinen. Vor Glück. Mann. Junge. Nein, die Leute wollen man, sie wollen sich erleben. Die Leute wollen sie immer nur sich erleben. Lass die Sache sich erleben. Die Sache. Ich brauche keine Belohnung. Kein Mensch braucht eine Belohnung. Was für eine Belohnung? Belohnung bekommt eine Ameise für das, was sie tut. Dass sie dienen darf. Das ist die Belohnung. Das wird sie zertreten. Aber wir wollen ja, gut, das passiert auch mal. Das ist aber ein Unfall. Das passiert nicht ideologisch. Es gibt keine ideologischen Verbrechen in der Tierwelt. Es gibt überhaupt keine Verbrechen, weil es Nahrungskette ist. Das ist ja das Interessante. Warum gibt es in der Tierwelt keine Verbrecher? Weil es kein Ich gibt. Weil es keine Ideologie gibt und keine Religionssucht. Keine Esoterik, keine Spiritualität. Ich habe noch 5 Minuten. Geil. Erz-Berlin, 16.05.2012. Erzland, Brechthaus, Totals, Berlin, heilloser Gralmanifest. Kunst führt, Kunst formt, Kunst lenkt, Kunst richtet aus. Dient nur noch der Kunst, versachlicht euch im Totalsgehorsam. Die Diktatur der Kunst ist Totalspiel. Die Machtschenkung Kunst ist Menschenmachtsfreie, Volksfreie, Vogelfreie und Religionsfreie Totalsmacht. Erstens. Die Diktatur der Kunst ist versachlichteste Führung. Zweitens, die Diktatur der Kunst ist ideologieloseste Erzmacht. Drittens, die Diktatur der Kunst ist separatismuslosestes Erzland. Kleinstaaterei, Vielstaaterei, das ist doch ein Dreck. Wenn ein Land sich separieren will von einem anderen, Regionalismus, weg damit. Alles ideologisch Regionale muss weg. Alle Tradition weg. Alle Rituale weg, alle Reliquien weg, 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 haut ab, keine Traditionen, nur ideologielose. Ja, also wenn es irgendwo eine Currywurst gibt, die einfach da geil gebrutzelt wird, das ist okay. Aber keine Dorfgemeinschaft, die meint, sie sei geiler als eine andere. Wie es in diesen ganzen Büchern immer steht, das katholische Dorf, das protestantische. Oder Schottland, das anders werden will als England und Deutschland. So eine Scheiße. Alle Ländernamen müssen weg. Das ist kein Internationalismus. Gar keiner. Da bin ich absolut gegen. Es geht um das Erzland. Ein einziges Land, eine Fläche. Keine Einteilung mehr in Realität oder Jenseits. Niemands Land dehnt sich aus. Totale Kraft, totale Macht, Diktatur der Kunst. Naja, viertens, die Diktatur der Kunst ist radikalste Dienstpflicht. Dienstpflicht, komplett versautes Wort. Aber hier nicht demokratische Dienstpflicht in der Bundeswehr, no grazie. Also von denen lassen wir nicht repräsentieren. Nix da, die sind mir viel zu harmlos. Demokratische Armee, das ist doch widerlich. Nee, nee, das lasse ich mir nicht. Deshalb habe ich auch nicht gedient in dem Sinne. Geh doch nicht in die Demokratenarmee. Das wäre noch schöner. Gemeinschaftsduschen. Nee, danke. Ja, und mit diesen ganzen Typen da irgendwo auf Bett rumhängen oder was. Läuft bei mir nicht. Ja, Dienstpflicht, Gehorsam, Drill. Totals Drill, aber nicht demokratisch. Ja, die können einem doch gar nichts helfen. Ja, diese Demokratenarmee. Die wollen doch immer nur ihren eigenen Arsch retten, wenn es ums Ganze geht. Nee, nee, nee. Denen würde ich nie vertrauen. Demokratische Armee, niemals. Die haben irgendwie Technik. Aber interessiert doch niemanden. Nee, 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 nee. Das ist nur ein kleiner Schwank aus meinem Leben. Ja? Ich diene doch nicht in der Demokratenarmee. Das wäre noch schöner. Nee, nee, nee. Mehr sie nicht. Tut mir leid. Nee. Wenn ich mir das überlege mit 19. Nix da. Nix da. Das ist doch alles nur Indoktrination. Ja? Das soll zu wenigen gehen. Durchdemokratisiert werden. No grazie. Ich habe immer nett no grazie gesagt. Jetzt ist aber langsam mal Zeit, dass dieses Nein auch akzeptiert wird. Ja? Ich sag Nein dazu. Ganz liebevoll zur Verfassung. Ich sag Nein. Das ist mir zu unpräzise. Das ist mir zu ich versaut. Würde des Menschen. Interessiert mich überhaupt nicht. Meinungsfreiheit. Gar nichts mit Kunst zu tun. Gar nichts. Ja? Die Kunst interessiert sich nicht für meine Meinung. Vollkommen irrelevant. Ja? Oder die Würde des Menschen. Vollkommen irrelevant für die Kunst. Ja, warum steht da nicht einfach nur Tiger oder Kunstspiele? Reicht doch. Diktatur der Kunst. Die Verfassung der Zukunft wird Diktatur der Kunst heißen. Oder nur Kunst. Ja, Spiele. Ja, die Wissenschaft der Zukunft wird Kunst sein. Die Wirtschaft wird Kunst sein. Das Geld wird Kunst sein. Ja, die Verwaltung wird Kunst sein. Erzbürokratisierung. Ist doch geil.
ganz präzises, versachlichtes, bürokratisches Wesen. Oh, ich liebe versachlichte Bürokratie. Finde ich super. Fühle ich mich immer sehr aufgehoben. Ja, aber es muss versachlicht sein. Bitte nicht individuell. Versachlichter Kindergeburtstag. Versachlichter Kindergeburtstag ist immer gut, aber Kindergeburtstag ist immer sachlich. Spielen, ja. Spielen, spielen. Spielen, spielen, spielen. Genau. Und bis zum Schluss kommt. Gut, ich mach das jetzt zu Ende und füge nichts zu. Also. Ein Abschlusssatz. Fünftens, die Diktatur der Kunst ist versachlichtestes Marschieren. Sechstens, die Diktatur der Kunst ist versachlichteste Hingabe. Siebtens, die Diktatur der Kunst ist präzisestes Schrammstehen. Achtens, die Diktatur der Kunst ist unabdingbarste Befehlszentrale, keine Bittstelle. Also wenn Sie eine Bitte an die Kunst haben, gehen Sie gleich nach Hause. Ist keine Bittstelle, gibt nur Befehle. Die haben Sie auszuführen, fertig, ohne nachzudenken. Gar nichts, kein Nachdenken. Zeitverschwendung, gar nicht nachdenken. Bringt gar nichts. Neuntens, die Diktatur der Kunst ist erzfrischeste Entindividualisierung. Zehntens, die Diktatur der Kunst ist notwendigste Entdemokratisierung. Elftens, die Diktatur der Kunst ist totalster rechtsfreier Raum. Zwölftens, die Diktatur der Kunst ist evolutionärste Zukunft. In der Kunst stellt sich immer nur die radikalste Machtfrage, Diktatur der Kunst. Die Kunst wird jede mickrige Realität verdrängen, umformen und ersetzen. Alle menschenpolitischen, menschenreligiösen, menschenverpesteten, ich-verpesteten und menschenrealitätsversauten Ideologiesysteme werden alsbald zugunsten der Machtergreifung Kunst abdanken und sich verpissen alle Macht der Kunst. Berlin, Brechthaus, Erzland, Totals Manifest führen. Die Kunst verbietet jede Menschen-Selbstanbetung. Die Machtergreifung Kunst ist versachlichteste Führung in der Kunst. Jeder ideologische Seelenfang ist Menschen-Selbstvernichtung. Die Diktatur der Kunst ist der radikalste Alexis Erzsauber Stellage. Lass die Kunst sich an dir abspielen. Tänze darum wie das Erzschönste. Saal General Erztanz. Mach immer auf Totals Alex Stellage. Sei unheilbar, aber nicht krank. Ewiglich versachlicht, dienstpflichtig der Totalskunst gegenüber. Die Diktatur der Kunst brüllt versachlicht. Die Kunst ist niemals Pups Mensch nicht verpestete Furzanarchie. Niemals. Anarchie ist Erfindung von Menschen. Es gibt gar keine Anarchie in der Natur, bei den Tieren und Gegenständen. Da gibt es nur totalste Ordnung, die wir nur nicht verstehen. Anarchie, das ist Erfindung von Willkür. Ja, meine Oma, weil sie nicht so stark ist, umzubringen. Das ist Anarchie. Nee, danke. Es wird zu mickrig, zu realitätsversaut. Nicht die Anarchisten, das sind die Blockwarts von heute. Ja, diese Zeiten, in der wir leben, diese Weltdiktatur der Demokratie, das ist Hyperanarchie. Das ist totale Anarchie. Ja, jeder, werden Sie gleich sehen, wenn Sie gleich rausgehen. Alle ich versaut, gleich wieder Ihrem Blockwart. Hallöchen sagen ihrem Nachbarn. Nicht? Ist nur das Gleiche. Immer das Gleiche. Erstens, jede Ideologie kommt weg. Zweitens, jede Demokratie kommt weg. Drittens, jede Ich-Versautheit kommt weg. Viertens, jede Vereinsmalerei kommt weg. Fünftens, jede Wichtigtuerei. Mensch kommt weg. Sechstens, jede Esoterik kommt weg. Siebtens, jede Religion kommt weg. Achtens, jede Spiritualität kommt weg. Neuntens, jede ideologische Zusammenrottung kommt weg. Zehntens, jeder Menschen selbstverwirklichendes Fanatismus kommt weg. Elftens, jeder Jenseitswahn kommt weg. Zwölftens, jeder Realpolitik für den Faschismus kommt weg. Die Kunst schreibt, es gibt keine heiligen Menschen. Jede Menschenselbstanbetung ist verboten. Die Diktatur der Kunst ist die einzige alternative Kunst an die Machtdiktatur der Kunst. Vielen Dank, Jonathan Mese, für diese versachlichte Hingabe an die Diktatur der Kunst. Hier bleibt jetzt nur noch zu wünschen, dass die Führung und Ausdruck, Führung statt Ausdruck, dass wir uns jetzt den Weg, den instinktiv den Weg nach Hause hingeben. Haut ab, hat er ja auch schon gesagt. Ja, legt euer Blockwarttum aus. Genau, wir legen jetzt unser Blockwarttum aus. Wir danken Jonathan Mese für seine Erläuterungen. Wir danken Robert Eickmeier für seine Erläuterungen und ich danke Ihnen dafür, dass Sie hier so zahlreich gekommen sind und sich zumindest bereit waren, für eine kleine Präsentation der Diktatur der Kunst zu unterwerfen für einen Abend. Schönen Dank. Der Demokrat ist der widerlichste Mensch, das ist total sicher. Schmeiß dein demokratisches Reliquiengewand weg, versenk endlich dein demokratisch obszönes Menschen-Ich.
Der Mensch ist selten lieb zu seinem Stoffwechsel. Der Mensch will immer seinen Metabolismus austricksen und sein mickriges Bewusstsein über den Stoffwechsel stellen. Widerlich. Es wird so toll sein, wenn der Demokrat ein Schimpfwort wird. Also, du Demokrat, verpiss dich und sieh endlich von dir ab.